Der Fasching 2014-15 nähert sich mit Riesenschritten seinem Höhepunkt am Rosenmontag. Im Freizeitzentrum von Wiener Neudorf fand zu diesem Anlass ein Kabarettabend mit Manfred Knotzer statt, der unter dem Motto Lebensbeichte stand und die Lachmuskeln des Publikums mehr als 2 Stunden lang massierte. Kabarettist Manfred Knotzer heute allein hier in Wiener Neudorf. Sind Sie es zum ersten Mal in Wiener Neudorf? Auftrittsmäßig ja, selbstverständlich kenne ich Wiener Neudorf und heute ist das erste Mal ausnahmsweise solo in Wiener Neudorf, da in diesem schönen Saal. Ja. Und was werden wir zu hören bekommen? Es ist eine Lebensbeichte, was ich heute ablege. Das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, wenn man so auf die 50 zugeht, dass man mal kurz Bilanz zieht und einmal eine Beichte abgelegt. Und das, glaube ich, da ist in Wiener Neudorf eine gute Gelegenheit, dass wir das heute machen. Das wird sicher sehr lustig werden, hoffe ich doch. Naja, die Menschen kommen ja schon und sie wollen ja lachen. Heute ist Rosenmontag und wir hoffen, dass das Programm dementsprechend sein wird. Gibt es irgendwas, was Sie schon vorher verraten können? Schauen wir mal, was es ergibt. Ich bin auf jeden Fall so abgestimmt, dass ich gesagt habe, das wird ein Spagat zwischen den Spitzbuben, den klassischen österreichischen Kabarett, ein bisschen Musik, also es wird sicher für jeden was dabei sein. Dann lassen wir uns überraschen, wünschen gutes Gelingen und toi toi toi. Es ist, glaube ich, jetzt eine gute Gelegenheit, wenn wir schon so zusammen sind, dass ich mir ein bisschen was beichte. Heute so. Ist ja gut, wenn man beichten geht, das tut auch gut. Das kann ich nur sagen. Ich bin ja aus der Gegend, wer meine kennt, ich muss mir kurz melden. Mein Name ist Manfred Knotzer, das hat sich überkackelt. Ich komme da aus der Gegend, Leobersdorf, Kottingbrunn, da kennt keiner. Ne? Ich möchte jetzt nicht sagen, das ist der Arsch der Welt, aber man riecht dann schon sehr gut von dort unten. Nein, von dort bin ich, das ist schon so. In Kottingbrunn zum Beispiel, da wohnen schon lauter ehrliche Leute. Also das muss man sagen. Das sind so ein bisschen so holzgeschnitzte Sandes, aber das sind dafür alle so ehrlich. Ne? Da hat letztens die eine Frau nach 3 Jahren Ehe, da hat ihr das Gewissen schon so geblockt, hat sie in der Früh zu ihrem Mann gesagt, hat gesagt, ich muss da jetzt was gestehen, weißt du, ich bin eigentlich formblind. Und der Sachschatz sagt, wenn wir schon beim Beichten sind, muss ich da was gestehen, ich bin gar nicht aus Kottingbrunn, sondern aus Kamerun. So sind die Kottingbrunner da drin. Ja. Das sind so ehrliche Leute, die Kottingbrunner, wirklich. Da war das Junge, wir Echo, den Brunnen gibt es ja so viel, weiß ich, bei euch gibt es ja keine Bauern mehr wahrscheinlich. Ja, jetzt sage ich mal so wie der Geißler und so reinhauen, aber so richtige Bauern, das haben wir schon mal in den Brunnen. Ja, da hat er letztens, der eine, der geheiratet hat, seine Frau dazu gesagt, das ist halt auf dem Land noch anders. Nicht? Er hat ein bisschen von den Gummistiefeln und ein bisschen so Schweißfüße gehabt, nicht? Die haben ein bisschen, sie hat immer Mundgeruch ein bisschen gehabt. Nicht? Und in der Hochzeitsnacht hat sie dann gesagt, so, du, ich muss dir was gestehen, sagt, da brauchst du nichts sagen, du hast meine Socken gefressen. Ne? Die sind so die Leute, die gerade im Raum. Aber die hat er schon überzeugt. Also, wie sie die kennengelernt haben, die hat er einfach überzeugt, dass so ein reicher Bauer war. Der ist mit ihr gegangen und hat gesagt, da schau, das sind alles meine Weingärten. Und hat er gesagt, die war begeistert. Und hat gesagt, da drüben hat er gesagt, das sind meine Schweinballsteuer. Und dann ist er mit ihr Hand in Hand gegangen beim ersten Rendezvous. Und hat ihr gesagt, da drüben, schau, das ist meine Weide, das sind meine Stier. Das sind meine Kühe. Und wie er so redet, kommt auf einmal so ein Stier und reitet da hinten bei so einer Kurve und dann nimmt er das Fest bei der Hand und sagt, er, siehst du das denn? Die zeige ich einfach, hat gesagt, du kannst das auch nicht deine Kühe. Ne? Das sind so. Das sind alles so Beichten, was man dann so hört. In die Kirche beichten geht ja die Welt. Das zahlt sich nicht aus. Da, nein, der von der liebe Kirche. Dort fühlt das nicht, da wollte dann dieser Platz der Begegnung, die neue Mitte kommt, ist eine liebe Kirche. Nicht? Da haben wir letztens auch gedacht, da gehe ich jetzt rein, tue ich ein bisschen meine Sünden beichten, aber da war ich schon spät dran. Da ist schon einer drinnen gesessen, der erste 3 Herren, da gibt es Leute in Neidorf. So lange Haare, der kommt nicht rasiert, nicht einmal Hemd hat er angehabt, ganz verschwitzt war, mit Nacken, Oberkörper ist da drinnen gesessen. Der Pfarrer hat gesagt, was wollen Sie hier? Mein Sohn hat gesagt, ich hätte gerne beichten. Und er hat gesagt, nein, aber sicher nicht. Er hat gesagt, schaut, wie Sie ausschauen, gehen Sie mal zum Friseur, ziehen Sie ein Hemd an. Oder aufgezeigt zu den Jesus, der was da und sagt, na, was ist mit dem? Sagt er, ja, der ist ja aus Stein. Ich sag, na, glaubst du, ich bin aus Maria Zöger. Also, beichten ist das. Soll sich nicht aus. Mittlerweile bin ich ja, man soll es nicht glauben, 30 Jahre verheiratet. Na, jetzt werden Sie sagen, der ist schon mit 12 geheiratet, danke. Nein, wirklich, 30 Jahre schon fast verheiratet, also wirklich, ist da überhaupt jemand länger verheiratet als 30 Jahre? Was? Sie, wie lang denn? 45 Jahre, wie lang müssen Sie machen? 45 Jahre, jemand länger als wir 45 Jahre? 48? Hat jemand schon so? Nein! Na,
48 Jahre, schön, das längert gar nicht, wir kriegen miteinander. Nicht? Ich sage aber, ich habe einen Onkel, der war 60 Jahre verheiratet. Da ist der Bürgermeister gekommen und der von der Zeitung und der hat mir gratuliert und dann hat gesagt, na und? Der hat gefragt, was waren die schönsten Jahre in die 60er Jahre? Er hat gesagt, die 5 Jahre Kriegsgefangenschaft im Russland. Also, der war da ganz anders, danke. Aber den 60. Hochzeitstag hat er super gefeiert. Also das, so romantisch ist es. Da hat sie dann gesagt, also, Franzl hat gesagt, das war so schön, wenn man das so feiert, wie man sich damals kennengelernt hat. Die Tante ist also eine Romantikerin gewesen. Also das Kind hat mir so machen wir damals, also, dann mache ich ein schönes Abendessen. Also, kannst du nicht mehr, wie du das erste Mal bei mir warst, das hätte ich wieder gerne machen. Also, da bist du bei mir gewesen, ich immer so Kerzen habe ich aufgestellt, ein gutes Essen haben wir uns gemacht, Bullnackerts haben wir gesessen und haben dort fein gegessen und sagt, dann erwachst du das halt wieder. Ne? Wirklich wieder heimgekommen ist dann vom Frühschoppen um 7 Uhr auf die Nacht. Ich schon gesessen, die Tante. Hat alles hergerichtet gehabt, ja. Also, alles mit Kerzenleuchter und so. Nicht? Ein gutes Essen, das macht. Bullnocker, das Bild gesessen. Das hat, ja. Siehst du das, hat, wenn wir so ein schönes machen, das ist so romantisch, da wird man warm ums Herz. Und ja, das glaube ich, weil da hängt der Bus in die Suppe. Nicht? Also, so ist der Tante gegangen. Nein, aber die waren auch zum Beispiel, die haben auch. Ich habe zum Beispiel gesagt, wenn die 60 Jahre werden, das möchte ich auch gerne machen. Also, die 30 Jahre, die ziehe ich auch noch durch. Nicht? Das mache ich schon. Und ich muss auch sagen, ich habe auch von Anfang an mit meiner Frau eine offene, ehrliche Beziehung geführt. Die begleitet der Hochzeitsnacht, hat gesagt, Mausi, wenn irgendwas ist, bitte sage es gleich. Hat sie gesagt, ja, ich muss da was gestehen. Ich habe Asthma. Ich habe gesagt, Gott sei Dank, ich glaube, du pfeifst mir aus. Weißt du nicht. Nein, das war gleich am Anfang auch so, dass man gesagt hat, das ist eine offene Beziehung. Es ist ja schon so, ich habe ja gehört, in Wiener Neudorf draußen an der Kartoffel, da sind zwei Damen gestanden, die sind auch ehrliche Leute. Das habe ich schon gehört, wie die eine draußen gesagt hat, das heißt, meiner, zwei ältere Damen, ich schaue jetzt nicht hin. Hat die gesagt, meiner wird immer sonderbar. Hat die gesagt, also wirklich, also gestern erst, je älter der wird, umso depperter wird der. Der nimmt mich auf einmal von hinten, druckt mich über die Kühltruchen, zahlt mein Rob auf und beglückt mich eine halbe Stunde lang. Und die andere gesagt, na, das ist ja schön, dass ich mir die beim Hof haben so deppert geschaut. Also das ist schön, so eine offene Beziehung führt, das ist schon schön, oh ja. Ergänzt wurde dieser gelungene Abend in der Pause durch einen glamourösen und lautstarken Auftritt des Mödlinger Förderungsvereins mit seinem Zeremonienmeister Kolakowski an der Spitze, den lieblichen Gardemädchen, den Bläsern und Trommler und zum abschließenden Höhepunkt den Einzug des Herzogpaars Heinrich dem 17. und ihrer Lieblichkeit Ulrike der 1. samt Gefolge. Geschäftsführende Gemeinderätin Monika Waldhöer und geschäftsführender Gemeinderat Andreas Grundner wurde unter großem Beifall vom Herzogspaar für ihre langjährigen Verdienste rund um den Fasching in Wiener Neudorf mit hochrangigen Auszeichnungen geehrt. Einzug der Garde. We'll be right back.
Fahrzeuges. Personen
in Saisonordnung umhängen. Und bei uns in Mödling ist es eigentlich schon Tradition, dass wir nicht Bürgermeister und Vizebürgermeister etc. vor die Herzogsbabinden, sondern lediglich die Personen, die hier für euch die Veranstaltung gemanagt haben, dass alles funktioniert, von der Bar her und so weiter. Und dann darf ich als erster den geschäftsführenden Gemeinderat zuständig für Kultur, Andreas Krutter. Bam!
oder? Wenn die da war, da machen wir jetzt weiter mit dem Fasching. Nicht? Also so soll es nicht sein, dass wir da jetzt sagen, jetzt sind die draußen, jetzt wird da wieder drauf Fahrzeug. Nein, jetzt erzähle ich noch meine fünf Lieblings-Faschings-Witze. Ja, das gehört jetzt dazu, weil ja Rose und Montag ist. Pass es auf. Der erste ist, der Franzi kommt in die Schule und sagt, Herr Lehrer, die Mama hat Drillinge gekriegt. Sagt, na super, wir hassen es, sagt er sicher, bitte nicht, aber ich glaube, Himmel war schon zu werden. So. Man kennt dazwischen dann immer so. Ja, genau. Da habe ich jetzt beobachtet, da draußen, da sind rausgefahren auf einem Tandem. Zwei Herren auf so einem anderen, vom anderen Ufer. Vielleicht haben Sie den gesehen, die fahren da mit dem Tandem raus. Ne? Der eine drin vor und der andere hinten. Kommt der Dachsler daher. Schießt die alle zwei fliegen das Rad auf, holen einen Achter von Bungalows. Eh alle unverletzt, steigt der Dachsler. Sagt er, fürs tut mir jetzt leid, ich hab da jetzt nicht so geschaut. Dieter, geh und hol die Polizei, er hat uns angeschoben. Der hat sich Scheiß, sagt er nicht so an, er hat gesagt, da habt ihr einen 50er, kauft euch ein neues Rau. Nein, Dieter, er will mich bestechen, geh und hol die Polizei. Den Tag lässt das Bett und sagt, der Herr ist nicht die Lizenz, weil er Rau vorher zusammenfindet. Da habt ihr einen 100er, da könnt ihr euch noch ein schönes Essen haben. Dieter, geh, er versucht mich zu bestechen. Legt der 500er dahinter, Taxler, sagt er zu den zwei Armen, sagt er, da habt ihr 500, aber bitte gebt zur Ruhe. Sagt der Dieter, geh, er hört nicht auf, sagt er, dann legt's mir am Arsch, sagt der Dieter, warte, er will verhandeln. Jetzt, vom Niveau her wird es ja besser. Da kommt einer zum Geißler-Heiling, die kennen Sie alle, die Geißler-Heiling, kenne ich sogar aus, kommt in Brunnersl-Horsdorf, kommt einer, sagt, Entschuldigung, wo ist denn da die Apotheken? Sagt er, die Apotheken ist da nicht, aber die hat jetzt nicht mehr offen. Ja, aber sagt er, die muss ja Nachtdienst haben. Sagt er, was ist denn leicht? Sagt er, wissen Sie, ich hab so Hämorrhoiden. Sagt er, da drinnen sitzt einmal ein Achtel und dann schauen wir weiter. Na, der trinkt der Achtel, der tut das schon. Sagt er, Herrn, wo ist denn da jetzt die Apotheke? Sagt er, da drinnen ist noch ein Achtel. Der gibt ihm schon das fünfte oder sechste Achtel. Sagt er, Herrn, Sie sind immer da an der Achtel, ich besuche die Apotheke wegen der Hämorrhoiden. Sagt er, da saufen Sie, bei mir ist eh alles für den Arsch. Also, nein, der hat mir nicht erzählt. So. Also, Sie sehen jetzt nicht, wo wird nicht besser. Der letzte ist mein absoluter Liebling auf jeder Faschingssitzung, wenn man den dazu, der kommt immer sehr gut. Ein neues Schulsystem. Da sagt man immer, unsere Kinder, die sind ja so zurückgeblieben, weil bei der PISA-Studie fällt man durch, stimmt nicht. Stimmt bitte nicht. Es ist schon so, dass die Kinder sehr schlau sind. Da ist letztens in der Wiener Neidorfer Volksschule, obwohl es noch immer nicht dieses Bildungscampus gibt, sind die Kinder so schlau, ist die Lehrerin gekommen und sie hat gedacht, jetzt mache ich mir was ganz Leichtes, und liebe Kinder, passt zu mir gut auf, wir machen das jetzt zu. Ihr lernt übers Wochenende. Am Montag komme ich dann, stelle euch eine Frage. Wer die Antwort weiß, der kann 3 Tage zu Hause bleiben. Die Kinder, die lernen Freitag, Samstag, Sonntag haben die gelernt. Mathematik, Geografie, Deutsch, alles haben sie gelernt. Am Montag kommt der Lehrer, steht zu sich, habt ihr gelernt, die Kinder, weil ich habe Lehrer, wir haben gelernt. Sagt sie, na gut, also dann, wie viel Bahn hat der Wiener heute? Die Kinder auch fressen, die hat die dann habt ihr erklärt, haben wir nicht. Sagt sie, wisst ihr was, nächste Woche machen wir das wieder. Sagt am Montag, aber dann ernsthaft, der, was die Antwort weiß auf eine Frage, die ich stelle, der darf dann 3 Tage daheim bleiben. Die Kinder setzen sich wieder hin und deppert, wir sind nicht, lernen wieder, Freitag, Samstag, Sonntag, lernen Geografie, außer der kleine Kalle. Der Kalle, der geht zum Kühlschrank, nimmt 2er, tut es kochen, malt schwarz an, tut sich so ein kleines Nisterlein, gibt eine Maschen drauf, steht eine Kerze daneben hin. Steht der Lehrer am Montag am Tisch. Die Lehrerin kommt rein und sagt, guten Morgen, Kinder, habt ihr alle gelernt? Ja. Sagst du, pass auf, jetzt werde ich euch eine Frage stellen. Wer die Antwort weiß, der darf 3 Tage daheim bleiben. Ja, wer ist denn der Künstler mit den schwarzen Eiern? Steht der Karl, der Sammy Davis Junior, tschüss bis Mittwoch. Ne? Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie waren das beste Publikum, das ich mir heute wünschen habe können. Und hätte ich eine Wahl zwischen einer Reise in die Südsee einen Abend mit Ihnen. Ich würde Sie sehr vermissen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann könnt ihr es weiter, wenn es Ihnen nicht gefallen hat, dann sagen Sie mal bei mir, Warani. Dankeschön, schönen Faschings Dienstag noch. Auf Wiedersehen. Danke. 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 Kommen Sie gut nach Hause. Danke.